alle in diesem Video genannten Sims 4 Packs gibt es eigentlich gar nicht. Das liegt daran, dass ich sie mithilfe einer künstlichen Intelligenz generiert habe. Wie unter anderem die Zukunft und Vergangenheit bei den Sims aussehen könnten, gibt es in diesem Video. In einem meiner Videos aus dem August habe ich mit einer künstlichen Intelligenz Screenshots zu einem möglichen Pferde-Gameplay-Pack generieren lassen und ihr fandet das tatsächlich ganz spannend, ich fand es auch sehr witzig. Man kann auf der Website Dream Studio verschiedene Begriffe eingeben und daraus wird dann von einer künstlichen Intelligenz ein Bild generiert und das funktioniert tatsächlich auch mit die Sims 4 Inhalten. Wie ihr seht, habe ich die Seite gerade schon geöffnet. Man sieht hier schon, ich habe jetzt einfach mal Die Sims 4 eingegeben und der sucht dann quasi im Internet nach Bildern zu Die Sims 4 und generiert dann daraus irgendwie ein Bild. Ich finde es tatsächlich ganz spannend. Also klar, die Bilder sehen alle ein bisschen gruselig aus. So die Augen und so sehen noch nicht perfekt aus. Aber wenn wir uns jetzt mal die Augen wegdenken, könnte das bis auf so ein paar Ungereimtheiten wie die hier die Haare oder so tatsächlich irgendwie ein Bild so sein, was die Entwickler auf ihrem offiziellen Twitter-Account oder so teilen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt mal mit verschiedenen Erweiterungspack-Themen aus, die wir jetzt hier einfach mal eintragen. Ich habe mir jetzt mal gedacht, wie wäre es zum Beispiel mit einer Zoo-Erweiterung, einem Zoo-Gameplay-Pack? Wäre vielleicht auch irgendwas, was bei den Sims realistisch sein könnte. In diesem Beispiel habe ich jetzt einfach mal die Sims 4, eine kleine Familie läuft durch einen belebten Zoo und schaut sich Pinguine an, eingegeben. Ich finde vom Stil, das kommt alles sehr gut hin, also immer die Bäume und so sehen tatsächlich nach die Sims 4 aus. Auch die Sims haben hier diese comic-mäßigen Frisuren, also ich finde, für mich wirkt das eigentlich immer ganz gut, das sieht hier schon mal sehr witzig aus. So, hier würden wir quasi Sims sehen, die hier sich Giraffen anschauen. Okay, die Giraffen haben in dem Fall jetzt hier nur drei Beine, aber wir können ja mal ein bisschen weiter gucken. Das hier finde ich tatsächlich sehr gelungen. Also die Bilder sehen tatsächlich, wie der Name der Seite schon sagt, so ein bisschen so aus, als würde man sie träumen. So in euren Träumen ist ja immer alles so ein bisschen verschwommen. Man kann es nicht so richtig erkennen und ich finde, so sieht es hier auch so ein bisschen aus. Aber gerade dadurch wirklich, dass alles so ganz grob von den Farben, vom Farbschema, vom Stil ungefähr so aussieht wie die Sims 4, kann man sich dann doch vorstellen, was für eine Richtung das gehen könnte. Hat diese Giraffe hier kleine High Heels an? Sieht ein bisschen so aus. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie das so in die Sims 4 sein könnte? Hier jetzt nochmal mit Eisbären und zwei ja, Sims-Kindern. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man quasi seinen eigenen Zoo leiten könnte und da dann sich auch um die Tiere kümmern muss und vielleicht so ein bisschen schauen muss, dass die Besucher zufrieden sind. Das hätte dann schon so ein bisschen was von Planet Zoo, wenn euch das Spiel was sagt. Das ist tatsächlich eigentlich echt ganz cool und ich denke, in den Rahmen von den Sims wäre das auf jeden Fall tatsächlich sehr spannend. So ein bisschen Gaumenfreuden ging ja auch so ein bisschen in diese Management-Richtung. Man musste sich um sein eigenes Restaurant kümmern, hier dann so um den eigenen Zoo. Finde ich sehr witzig. So, hier nochmal mit Flamingos, die hier irgendwie eine lustige Frisur haben. So wirkt es jetzt zumindest so. Das hier finde ich tatsächlich sehr gelungen. Also irgendwie, es sieht hier so ein bisschen aus nach Willow Creek. Ja, so ganz hundertprozentig funktionieren tut es natürlich nicht. Das sieht hier ein bisschen komisch aus. Wir schauen mal weiter. Ich habe mir jetzt gedacht, wir können ja mal eine Into the Future Erweiterung generieren lassen. Hier mit einer großen futuristischen Stadt und verschiedenen Robotern und Sims bzw. Menschen, die ja metallene Klamotten anhaben. Schauen wir doch mal, was daraus kommt. Okay, hier sieht man jetzt noch nicht so viel von der Großstadt, aber ja, die Sims-Gesichter sind wirklich, ganz ehrlich, ziemlich gruselig. Wir gucken jetzt einfach mal weiter. Das sieht tatsächlich ganz witzig aus. So stellt sich die KI quasi ja, die Mode der Zukunft vor. Ehrlich gesagt, ein bisschen zusammengewürfelt, aber so vom Stil könnte das jetzt auch in unserer Zeit so sein. Hier scheint der kleine Roboter zu sein. Wir schauen mal weiter. Ich glaube, die KI hat hier dann so ein bisschen ein paar mehr Probleme, da irgendwas Sinnvolles zusammenzubasteln. Ich habe jetzt hier mal die Sims rausgenommen. Man muss manchmal auch so ein bisschen anpassen, was man da reinschreibt. Jetzt lassen wir uns quasi allgemein eher Städte generieren. Das sieht... Ach, ist das hier ein Portal? Also es sieht so ein bisschen chaosmäßig aus. Ich kann da jetzt nicht so richtig was erkennen. Wir schauen mal weiter. Wow, was ist das denn? Das sieht hier so ein bisschen aus wie so ein riesiger Baukran. Aber die Stadt gefällt mir tatsächlich irgendwie ganz gut. Hier ist so ein bisschen was Bläuliches. Wow, okay.
hier so ein bisschen dieser Mix aus diesen modernen Gebäuden, sehr geradlinig, und dann hier so diese Bäume dazwischen, die hier teilweise auch eine sehr, ja, außergewöhnliche Form haben. Ganz groß, aber jetzt auch nicht so, wie man das kennt, so tannenförmig. Das sieht jetzt schon fast so ein bisschen dystopisch aus mit diesem rosa Hintergrund, aber auch diese, ja, größere Roboter, die man hier sieht, finde ich tatsächlich ganz cool. Sehen wir hier etwa Großstadtleben 2. Tatsächlich haben wir jetzt so in der letzten Zeit ja nicht mehr so viele moderne Städte bei den Sims bekommen, was ja auch gar nicht so schlimm ist. Aber ich denke, da könnten wir doch auch nochmal die ein oder andere Welt vertragen. Mir fällt gerade auf, die Roboter haben wir ja sogar bereits schon im Spiel mit dem an die Uni-Erweiterungspack. Und ich glaube, das würden die Entwickler dann nicht nochmal extra für eine futuristische Erweiterung, wie es in die Sims 3 war, ja nochmal verwursten so. Aber ich denke, es sieht, ehrlich gesagt, ich habe jetzt hier nicht mal irgendwas Dystopisches eingegeben, aber für mich, mit diesem lila Himmel, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr spacey aus. Sie hat jetzt hier doch tatsächlich sehr futuristische Klamotten an. Sieht aus wie hier so ein Leuchtanzug, wo so LED-Lichter dran gebastelt wurden. Jetzt sind wir hier gerade so ein bisschen in die Zukunft gereist. Wollen wir es doch einfach mal mit der Vergangenheit probieren. Wir reisen jetzt mit den Sims ins Mittelalter. Ich habe jetzt hier mal eingegeben, ja, Mittelalter-Pack mit Schlössern und ja, Menschen, die mit Schwertern kämpfen. Und so könnten also die Schlösser, die wir mit einer möglichen Mittelalter-Erweiterung bekommen würden, aussehen. Ich muss sagen, der Stil gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Hier diese kleinen Elemente haben wir, glaube ich, in der Art nicht im Spiel. Ich fange schon an, hier die Screenshots zu beschreiben, als würde es sie echt geben, aber es ist ja alles hier nur reine Fantasie. Okay, das hier wirkt für mich jetzt so ein bisschen wie so ein Packcover, aber man muss auch sagen, dieser Bauarbeiterhelm passt nicht so ganz rein, weil sie hier sieht so ein bisschen aus wie so eine Piratentochter irgendwie. Hier ein kleines Schloss im Hintergrund, sonst sieht man vom Hintergrund tatsächlich nicht so viel. Wir schauen mal weiter. Okay, das ist tatsächlich ein sehr gutes Resultat meiner Meinung nach. Also hier mit so kleinen Fähnchen, hohen Türmen und hier schon tatsächlich so eine Burgmauer. Man kann hier so ein bisschen die Sims erahnen und auch ihren Klamottenstil, wie sie hier rumlaufen. Sims hier komplett mit Mittelalter-Sachen. Aber ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen weiter gucken. Das hat auch auf jeden Fall was. Hier auch mit Sims, die so ein bisschen aussehen, als würden sie gleich hier in den Krieg ziehen. Die Wolken sehen irgendwie sehr blockig aus, aber das Schloss hat doch auf jeden Fall was. Ich glaube, so eine Erweiterung würde dann doch ganz viel neues Material für Leute, die gerne im Baumodus unterwegs sind, die ganzen Baubastler bei den Sims, ja, auf jeden Fall hinzufügen. Da wäre, glaube ich, ordentlich was geboten. Von der Architektur sind so Mittelaltergebäude ja auch ein bisschen anders als die Sachen, die wir jetzt aktuell so im Spiel bauen können mit den ganzen Erweiterungen. Ein übernatürliches Mittelalter. Wir haben hier so eine fliegende Insel, aber auch diese kleinen Schlösser im Hintergrund hier so im Wasser. Ich muss sagen, das sieht doch wirklich genial aus. Ich liebe es, dass dieser Stil einfach so gut eingefangen werden kann. Jetzt geht's weiter mit einer The Sims 4 gestrandet Erweiterung. Das sieht so ein bisschen aus wie die Granite Falls Welt aus dem Outer Leben Gameplay Pack tatsächlich. Aber so, ja, was sehen wir denn hier? So zwei Sims, die hier so beieinander sitzen und ein Bötchen im Hintergrund. Aber es gibt da bestimmt noch ganz viel mehr, was wir gleich sehen können. Die Sims treiben hier auf einen fetten Wasserfall zu und ganz viele moderne Häuser im Hintergrund. Passt jetzt nicht so ganz zu dem, was ich eingegeben habe, die einsame Insel mit, ja, einem Lagerfeuer und Bootbau. Aber ja, tatsächlich ist es manchmal auch so ein bisschen schwierig, da richtige Resultate rauszubekommen. Ich finde, das könnte tatsächlich wirklich so ein klassischer Sims-Screenshot sein. Mehrere Sims vor einem Lagerfeuer. Das Lagerfeuer haben wir ja tatsächlich schon so in mehreren Packs bekommen, aber auch hier so mit den grauen Wolken. Also man könnte sich so vorstellen, hier steigt quasi so der Rauch auf. Schauen wir mal weiter. Auch nochmal mehrere Sims, die hier so ein bisschen an einem Lagerfeuer sitzen. Hier im Hintergrund sieht es sehr, sehr felsig aus teilweise. Also tatsächlich auch irgendwie ein ganz cooles Resultat.
Und eine Idee, die mir jetzt spontan so ein bisschen gekommen ist, als ich vor ein paar Tagen mein Zimmer umgeräumt habe, ist eine The Sims 4 Bauarbeiter-Erweiterung. Wahrscheinlich wäre es dann eher ein Gameplay-Pack. Eine Erweiterung wäre ja da viel zu groß, aber dass man mit seinen Sims eigene Häuser bauen kann, also natürlich nicht im Baumodus, sondern die Sims packen da richtig mit an und müssen verschiedene Materialien herstellen und daraus dann ein Haus bauen, fand ich irgendwie sehr witzig. Wäre vielleicht auch so eine kleine Idee. Habe ich jetzt hier mal so eingegeben und was wir sehen, ist ein fast fertiges Haus. Hier oben sieht es aber so aus, als wäre hier noch ein bisschen was zu tun. Es ist noch nicht ganz fertig. Wäre dann ja so ein bisschen die logische Weiterentwicklung von dem traumhaften InDesign-Gameplay-Pack. Aber was wir hier sehen, sieht von der Perspektive auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ich denke, die beiden Gameplay-Packs könnten da doch dann tatsächlich einigermaßen zusammenarbeiten, wenn es denn so ein Pack gibt. Das hier ist doch auch nochmal ein ganz cooler Ausschnitt. Man sieht hier im Hintergrund eine neue Welt und hier so einen kleinen gelben, was auch immer. Ich sage jetzt einfach mal Bagger, man kann das ja immer nicht so ganz erkennen. Wäre doch auf jeden Fall auch ganz witzig. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr über diese Idee denkt. Wäre das dann doch vielleicht ein bisschen was jetzt nicht so ganz zu den Sims passt? Oder findet ihr das auch ganz spannend? Jetzt wahrscheinlich dann doch eher als Gameplay-Pack, bisschen kleiner. Damit kann man ja wirklich keine ganze Erweiterung füllen. Aber ich stelle mir das doch eigentlich ganz witzig vor. So, ich finde, da bekommt man doch einen ganz guten Eindruck, wie man sich das ja tatsächlich vorstellen könnte. Die KI prognostiziert hier irgendwie dann auch schon Autos für die Sims 4, auch wenn ich nicht glaube, dass die irgendwann nochmal kommen werden. Falls ihr die KI selber mal ausprobieren wollt, findet ihr den Link natürlich in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir haben hier das The Sims 4 Generation Erweiterungspack. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir wollen mal so Kinderwagen sehen und ja, sie soll ihr so ein bisschen über die Straße helfen. Hat jetzt hier nicht so ganz gut funktioniert. Die Straße sieht auch ein bisschen unnötig aus. Wenn man da lang fährt, muss man direkt wieder wenden. Wir schauen mal weiter, was gibt es denn hier noch so? Ah, auch wenn das jetzt ganz schön gruselig aussieht, aber so könnte doch ein Kinderwagen in The Sims 4 aussehen. Vielleicht bekommen wir den ja sogar noch mit ja, tatsächlich dem nächsten großen Update, wo dann die Babys hinzugefügt werden, Anfang 2023. Das haben die Entwickler ja schon vorgestellt. Aber damit würde ich auch sagen, war es das schon wieder mit diesem Video. Ich fand es doch jetzt auf jeden Fall mal ganz witzig, unsere Fantasie, unsere Bilder, die wir so im Kopf haben, jetzt hier mal mit dieser KI dann so ja, einfach mal generieren zu lassen, dass man sich das mal so ein bisschen besser vorstellen kann. Es waren auf jeden Fall eigentlich ganz interessante Bilder dabei, vor allem dieser Baukran fand ich irgendwie ganz cool, den wir gesehen haben. Aber auch so könnt ihr gerne in der Beschreibung vorbeischauen, da findet ihr auf jeden Fall den Link. Probiert es einfach selber mal aus, ihr müsst euch einfach nur einen Account erstellen. Wenn ihr euch für Pferde in The Sims 4 interessiert, habe ich da ebenfalls ein Video mit dieser KI dazu gemacht. Schaut da gerne in der Beschreibung vorbei. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.